Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn wir bohren, ist das Bohrloch immer mit einer Bohrspülung gefüllt. Und diese Bohrspülung, die muss so angemischt sein, dass der Druck im Bohrloch immer ein bisschen größer ist als der Druck in den Poren des umgebenden Gesteins. Denn nur auf diese Weise ist sichergestellt, dass von außen nichts Gefährliches in die Bohrung reinkommen kann. Aber manchmal gibt es beim Bohren auch Überraschungen. Zum Beispiel, wie hier dargestellt, kann es sein, dass eine Hochdruckzone angebohrt wird, von der wir gar nichts wussten. Und in diesem Fall sehen wir, wie von unten ein Kick in die Bohrung reinkommt. Also zum Beispiel ein Gaskick, eine Gasblase. Gas ist besonders gefährlich. Und an der Oberfläche erkennen wir, dass wir einen Kick in der Bohrung haben, weil die Bohrung plötzlich anfängt überzulaufen, weil unten immer mehr Gas in die Bohrung reinströmt. Ja, jetzt müssen wir irgendwas unternehmen. Die Bohrung läuft also oben über und deswegen verschließen wir an der Oberseite der Bohrung den Blowout-Preventer und machen die Bohrung zu. Dann läuft nichts mehr über, aber dafür steigt in der ganzen Bohrung der Druck an. Und durch diesen Druckanstieg fließt nichts mehr in die Bohrung nach, sondern der Kick ist erstmal in seiner endgültigen Größe in der Bohrung eingeschlossen. So, was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt natürlich erstmal in Ruhe überlegen, ob vielleicht die Spätschicht eine bessere Ahnung hat, was zu tun ist. Aber das können wir nicht machen, denn dieser Gaskick ist ja leichter als die Spülung und deswegen fängt der Gaskick an, langsam in der Bohrung aufzusteigen. Und weil die Bohrung verschlossen ist, kann der Gaskick sich nicht ausdehnen und weil er das Volumen beibehält, behält es auch beim Aufsteigen den Druck. Und dadurch steigt in der ganzen Bohrung der Druck immer weiter an. Und das ist natürlich früher oder später irgendwann gefährlich, denn irgendwann erreichen wir die Druckfestigkeit des Gesteins und wenn wir jetzt nicht reagieren, dann platzt uns die Bohrung auf, dann gibt es Risse im Gestein und das ist natürlich sehr gefährlich. Was machen wir also? Oben an der Bohrung haben wir ein Ventil, das Choke Valve, und dieses Ventil wird nun geöffnet. Und dadurch schießt oben Spülung aus der Bohrung raus. Und dieses Volumen, was an Spülung verloren geht, das nutzt der Gaskick, um sich auszudehnen. Und dadurch wird der Druck in der Gasblase natürlich reduziert. Aber wenn wir jetzt hier nochmal genau hingucken, dann sehen wir, dass gleichzeitig an der Oberseite der Bohrung der Druck immer noch weiter steigt. Oben wird der Druck also noch immer größer. Und unten an der Bohrlochsohle müssen wir auch aufpassen, denn da wird der Druck immer kleiner. Und beides ist gefährlich. Oben darf der Druck nicht so groß werden, dass was kaputt geht. Und unten darf der Druck nicht so klein werden, dass wir uns einen neuen Gaskick einhandeln in das System. Ja, und so geben wir dem Kick also immer mehr Gelegenheit, sich auszudehnen. Und irgendwann kommt das erste Gas oben an der Oberfläche an und schießt da mit Getöse raus. Das ist ein guter Moment, denn das ist der Augenblick, in dem der maximale Kopfdruck der Bohrung erreicht ist. Ab jetzt wird an der Oberfläche der Druck immer geringer und die Gefahr immer kleiner. Aber auf der Unterseite der Bohrung, auf der Sohle, müssen wir immer noch sehr stark darauf aufpassen, dass der Bohrlochsohlendruck konstant bleibt und nicht weiter abfällt, denn sonst kommt ein neuer Kick ins System rein. Wir zirkulieren also den Kick nach und nach mit der Spülung aus und irgendwann ist der Kick komplett auszirkuliert. Die Bohrung steht dann aber immer noch unter Druck, denn die Spülung, die im System ist, ist immer noch zu leicht für die Hochdruckzone, die wir angebohrt haben. Und deswegen müssen wir nun eine schwerere Spülung anrühren und diese Spülung pumpen wir durch das Gestänge in die Bohrung rein. Und wenn schließlich die ganze Bohrung mit der schwereren Spülung gefüllt ist, dann müsste, wenn alles richtig gelaufen ist, auch der Blowout-Preventer aufzumachen sein, ohne dass etwas austritt. Dann haben wir die Bohrung tot gepumpt. So nennt man das. Insgesamt ist das ein ziemlich komplexer Vorgang. Und der muss oft geübt werden, damit er im Notfall auch funktioniert. Und deswegen gibt es überall auf der Welt Bohrmeisterschulen, bei uns in Deutschland zum Beispiel in Celle in Niedersachsen, wo alle Leute, die mit Bohranlagen was zu tun haben, regelmäßig an Simulatoren trainiert werden, wie man mit gefährlichen Situationen umgeht.
Da werden die verschiedensten Methoden gelernt, bis die wirklich im Detail sitzen. Bei uns an der Universität, am Institut für Bohrtechnik in Freiberg, haben wir leider nicht so einen aufwendigen Simulator, aber natürlich behandeln wir die Theorie des Totpumpens auch in der Vorlesung Tiefbohrtechnik 2. Wir würden uns sehr freuen, euch in der Vorlesung begrüßen zu dürfen. Glück auf!